Herzlich willkommen zurück zu Beholder. Ja, Zero hat leider immer noch kein Internet, glaube ich, mal gucken. Und wir sind mitten im Gespräch in der letzten Folge abgestorben, beziehungsweise mitten im Gespräch habe ich die Aufnahme beendet. Denn wir, ja, ich wusste nicht, wie lange das jetzt noch geht. Und ich war schon ziemlich weit über der Aufnahme. So, es geht darum, dass wir nach Klaus Schimmer fragen müssen. Klaus Schimmer ist der Mieter, der hier unten wohnt. Und wir wissen, dass er raucht und wir wissen, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Ach, wir können hier sogar nach... Ah, wir können hier sogar nach den Büchern für Patrick fragen. Oh mein Gott. Herr Mark, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wo kann ich Wirtschaftslehrbücher finden? Das ist natürlich auch cool, ja, weil der Sohn nämlich keine Bücher kaufen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wir sie finden. Die Universität hat meinem Sohn eine Liste mit Büchern zum Lernen gegeben, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist eine Option, aber dort ist immer eine Schlange. Was stimmt nicht mit der Bibliothek? Dort ist es ruhig, für einen jungen Mann ein netter Platz, um Zeit zu verbringen. Können Sie Ihr Geld nicht auf etwas Nützlicheres als Bücher ausgeben? Hallo? Danke, aber ich bezweifle, dass mein Sohn Ihren Rat schätzt. Okay, gut, er ist mir also keine Hilfe. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Jetzt erzähl nichts über unseren Auftrag. Ich weiß nichts, das Sie nicht wissen. Außerdem ist Neugier eine furchtbare Sünde. Ich hatte einen Kollegen, der seine Nase immer in die Angelegenheiten anderer Leute gesteckt hat. Und in Dokumente. Okay, fragen, was ihm passiert ist. Na gut. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Sie haben mehr erfahren, als Sie mussten. Auf Wiedersehen, junger Mann. Aber hast du vielleicht Bücher? Schade. Das ist blöd. Ich kann ja mal hier unten klopfen. Vielleicht hat der ja auch Bücher. Neuen Auftrag? Was versteckt ist, wird gefunden werden. Ach so, ja, ja. Ja, aber ich habe doch nichts gefunden. Also, ich meine, ich habe hier Weinkellner, macht Fotos, raucht Pfeife und spielt Schach. Wow. Na gut. Und da der Typ nicht zu Hause ist, fragen wir mal unsere kleine Tochter, was sie hat. Nicht jetzt, Martha. Nach dem Haus fragen? Magst du unser neues Zuhause? Ich mag es sehr. Es ist groß. Und du? Ich mag es auch. Wir haben 3 Zimmer. Wir hatten mal nur 1. Außerdem haben wir einen Fernseher. Werden Sie uns den Fernseher wieder wegnehmen, Papa? Nein, Süße. Niemand wird ihn wegnehmen. Patrick sagt, Sie zeigen manchmal einen Trickfilm. Oh, wie süß. Verlorenes Spielzeug. Was ist passiert, Süße? Etwas ist passiert, Papa. Ich habe Naira verloren. Es ist nirgends zu finden. Wer ist Naira? Das ist meine Puppe. Es ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mir Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie, bitte. Gut. Na, wobei, nee, da brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Mal sehen, was auf dem Tisch so vorgeht. Wahrscheinlich wird sie in irgendeinem Schrank oder so sein. Ja, genau, komm. Okay. Farbstifte, oh, wie süß. Werde ich auf jeden Fall alles drin lassen. Ach, da bist du. Kollege. Geldbörse. Ja, macht ja nichts, ne? Geld ist Geld, Leute. Geld ist Geld. Und was wird im Bett rumliegen? Eine Armbanduhr. Eine Armbanduhr im Bett. Warum nicht? Oh, ein Schrank. Ein Schrank. Ein Schrank. Ein Schrank. Schränke sind gut. Schränke sind sehr gut. Da ist die Puppe. Ist
das? Stapelspielzeug. Okay, wir haben die Puppe gefunden. Nein, ich will mit der Tochter reden. Hä, aber ich habe das doch gemacht. Mich verarschen? Nun gut, werde ich erstmal einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Und mal sehen, was ich da so alles an Informationen... Aber hat er gegen irgendwas verstoßen? Eigentlich nicht, oder? Weil eine andere Währung hat er nicht, das hat er nicht, das hat er nicht. Das hat er auch nicht, der hat doch gar nichts gemacht, er hat ja nichts verbrochen. Also machen wir nur ein Profil. Er wohnt in Wohnung 1. Männlich. Er wohnt mit Maria Schimmer. Beruf. Das war der da, ne? Ich kann ja gucken. Tabakverkäufer. Ach, er ist Tabakverkäufer. Oh. Oh, das wäre fast in die Hose gesammelt. Ah, deswegen. Jetzt war das klar. So. Cool. Ja, nice. Profil Nummer 1. Oh Gott, was? Ach so, ich wollte gerade sagen, so. Watch. Okay, rufen Sie Miss... Ja, mache ich später. Ich würde gerne erstmal meiner Familie helfen. So, ich möchte gerne mit meiner Tochter sprechen. So. Über die Puppe sprechen. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Danke, Papa. Ich habe mir ein tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Was für ein Spiel. Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. Ist ein bisschen strange. Was ist, Karl? Ja, komm, gib ihr den Topf. Hast du da einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Ja, Maria Schimmer aus Wohnung 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit Zucker beim Kompott. Letztes Mal war er total wässrig. Es ist total wässrig, weil wir weder Zucker noch Äpfel haben. Äpfel sind verboten, junge Frau. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Yay! Neue Verordnung? Nein. Hä? Das habe ich doch schon längst gelesen, Mensch. Ja, ich weiß, Äpfel sind verboten. Äpfel sind verboten. Oh, cool, der Typ hat eine Aufgabe für mich. Jetzt gibt's eine neue Anordnung. So, komm. Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Okay, was? Jeans sind verboten? Warum? Okay, warte. So, ich brauche die Wirtschaftsbücher. So, dass der Typ zu Hause ist, was wir ja zum Glück sehen durch die Überwachungskamera. So. Oh, es hat an der Tür geklopft. Ja, Kollege. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also wir haben mittlerweile immerhin 4.000 Dollar. Guck mal, der hat eine Aufgabe für mich und vielleicht hat er auch Bücher für mich. Hallo! Fragen, wie es geht. Sind sie in Ordnung? Oh, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind sie Arzt? Das ist was? Die eine. Keine Zweifel, bitte. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Was? Machen Sie Witze? Ich habe mein Leben der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Cool. Oh, Whisky geschenkt bekommen. Ja, nice. Nice, nice, nice.
Ja, Louis Einsamkeit. Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte, eine persönliche Bitte. Eine sehr persönliche Bitte. Ich bin ganz Ohr, Aloysius. Aufgrund meines Berufs habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Uhr zu retten. Ich weiß, dass man mir nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Ich bin verlegen und schäme mich bei jeder. Und jeder Teil meines enormen, begabten Körpers schwitzt. Und was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie ein Deo? Ihre Frau ist fantastisch, Karl. Sie können gut mit Frauen umgehen. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Sie wäre eine gute Frau fürs Schlafzimmer und die Küche. Sonst geht's dir gut, Freundchen, ja? Glaub's ja nicht. Ja, ich brauche immer noch ein Wirtschaftsbuch. Wir können ja spaßenshalber hier mal klopfen. Bam, bam, bam. Ist jemand zu Hause? Ansonsten mache ich gleich Kameras rein. Ah, ich glaube, ich habe ihn geweckt. Upsi, tut mir leid. Vielleicht hat er eher Bücher. Hallo, Klaus. Hallo. Genau, nach den Büchern für Brille fragen. Sie sind doch ein gebildeter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen. Aber keiner der Buchlesen führt sie. Die Bibliothek ist eine Möglichkeit, aber die Schlange ist immer sehr lang. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange. Die Bibliothekare sollen sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie einen ohne Erklärung fort. Aber ich kann ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn sie ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenig Menschen diese Meinung teilen. Yeah, Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Nicht nur meinen Sohn, meine Brieftasche auch. Cool. Ja dann, gute Nacht. Ich habe einen neuen Brief. Das heißt, ich kann meinem Sohn dann morgen das Buch geben. Daily News, tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt. Hä? Das war doch aber schon längst drin. Oh, ach so. Junge, hübsche, sozial aktive Frau sucht gut situierten Mann für eine feste Beziehung. Oh. Oho. Ja, nice. Ich würde sagen, kann ich dem einfach den Brief zustecken? Das wäre mal cool. So, erstmal geben wir unserem Sohn seine Bücher. Und dann... Cool. Und dann mal gucken. Über die Arbeit sprechen, nach Schulbüchern fragen. Da. Hast du etwas über die Bücher herausgefunden, Vater? Hier sind deine Bücher. Wow, ich mache mich an die Arbeit. Solche Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Zur Bibliothek, meine ich. Cool. Okay. Ja, cool. Familienmensch. Oh, gleich sogar eine neue Errungenschaft erreicht. So. So, das ist klar. Ja, cool. Ich würde sagen, dann rufen wir mal das Ministerium an. Was ist das eigentlich, Referenz? Was möchten Sie gern wissen? Ach so. Ja, nö, alles gut. So, die Nummer wählen. Ach so, stimmt. Ich würde sagen, ich berichte erstmal für die normalen Aufgaben, dann besorge ich mir ein paar Kameras. Ministerium für Ordnung. Zeit zu handeln, Kamerad Karl. Sie müssen Klaus Schimmer... Was? Zwangsräumen? Warum? Warum denn Zwangsräumen? Was wird mit seiner Frau passieren? Sie ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten.
Warum? Weil er raucht in der Wohnung oder warum? Der ist doch voll der liebe Mann. Wie kann ich Ihr Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer. Für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Puh. Das ist Ihre Pflicht, Karl. Kamerad Karl, sorry. Okay. Armer Klaus. Wir sprechen uns später. Nein, ich will nicht mit euch reden, ihr seid gemein. Dann rufen wir mal die Frau an. Ja? Hallo, ich heiße Karl, ich rufe wegen ihrer Anzeige an. Interessant. Erzählen Sie mir von sich. Oh nein, das ist für einen Freund von mir. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb helfe ich ihm in einer Privatangelegenheit. Sind Sie bereit, einen großartigen Doktor kennenzulernen? Ein Doktor? Wie lautet sein Name? Aloysius Spack. Ist es derjenige aus dem Zeitungsartikel? Ich muss überlegen. Ich werde ihn in ein paar Stunden nochmal anrufen. Okay. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, was? Hä? Okay. Cool. Ja, cool. Ich würde sagen, nice. Nice, nice, nice. Hallo, Typ. Ich will mit dir reden, weil du eine Quest für mich hast, bevor du weggehst. Was fragen, was er braucht? Sagen Sie es mir, Herr Geradehaus Karl. Wurden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Ich würde sagen, wir drohen einfach mit Zwangsräumung. Niemals werde ich zugeben, dass mich irgendjemand beauftragt hat. Es ist vorbei für dich, bürgerlicher Speichellecker. Ich bin beauftragt, dich aus diesem Gebäude zu entfernen. Eine falsche Bewegung und du bist auf der Straße. Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie diesen Raum, dieses Haus im Guten. Möchten Sie mich vertreiben? Das ist Ihr Recht. Sie können mich nicht ohne Grund zwangsräumen. Mir wurde gesagt, Sie spionieren mich aus. Ist das wahr? Nein. Was? Sie arbeiten für die Regierung, Karl. Von Ihnen wird erwartet, zu allem bereit zu sein und Ihren Job zu erledigen. Sie haben mich enttäuscht. Wir haben nichts zu besprechen. Gehst du jetzt? The bell rings, da, das Telefon. Yay. Ich würde sagen, das ist die Frau. Oder wer auch immer. Hörer abnehmen, natürlich. Einen privaten Anruf annehmen. Hallo Karl. Hier ist Clara. Sie haben mich vor ein paar Stunden angerufen. Ich werde Ihren Doktor treffen. Geben Sie ihm meine Nummer und das geheime Wort. Erdbeeren mit Schlagsahne. Erdbeeren mit Schlagsahne, Leute. Mhm. Haben Sie es aufgeschrieben? Ich werde auf seinen Anruf warten. Okay. Ja, na dann. Cool. Ja, dann können wir ihm auf jeden Fall hier mal... mal gucken, ob er zu Hause ist. Und ansonsten hier brauchen wir... Wir müssen endlich Kameras kaufen. Ich brauche Kameras. Ah, cool. Ja, nice. Was ist das denn? Ach, Reparatursets. Okay, cool. Und Tischlerset. Reparaturset für Möbel. Kann man bestimmt immer gebrauchen. So. Keiner zu Hause? Aber hier ist er wieder. Ah, verdammt, der ist wiedergekommen. Ah, hier ist er. Hallo. Ich wollte gerade klopfen. Hallo. Über Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben. Wen möchten Sie kennenlernen? Irgendjemand. Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Das Mädchen aus der Anzeige. Was? Oh, es ist gemein. Nur ein Scherz. Ich habe keine Freundin für Sie gefunden. Nein, das Mädchen aus der Anzeige. Ich kann es gar nicht erwarten, Sie kennenzulernen. Die Nummer ist... 237451. Rufen Sie sie an, sie wartet darauf.
Ich werde Sie heute anrufen, aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Können Sie einen Schokoriegel für mich finden? Man kann schließlich nicht mit leeren Händen zu einer Verabredung gehen. Oh. Okay. Ein Schokoriegel. Was? Motz? Meine Braut? Oh, was? Okay. Wo soll ich denn jetzt Schokolade herkriegen? Vielleicht hat irgendjemand meiner Mieter Schokolade. Schönen Nachmittag. Verdammt. Ich brauche Schokoriegel. Shit. Ach so, ich hab doch hier den Typ, ne? Der kommt ja ab und zu und verkauft Sachen. Boom. Ja gut, mein Sohn wird wahrscheinlich nichts haben. Oh, da hat jemand eine Quest, cool. Vielleicht hat sie Schokolade, das wäre cool. Das wäre richtig gut. Anna Stein. Was ist, Karl? Schokosüßigkeiten. Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, Karl. Sie sind sehr nett. Mir wurde gesagt, dass gelegentlich ein Mann mit einem Zylinder in der Nähe des Hauses herumspaziert. Du kannst einige Dinge von ihm kaufen. Welche Dinge? Antiquitäten? Hast du nicht genug Sachen? Hör mir erst zu. Du hörst nie zu, was ich dir sage. Dreh nicht gleich durch. Ich wollte dich nicht verletzen. Du bist der Meister der schlechten Laune. Manchmal glaube ich, ich lebe mit einem... Was hast du über den Händler gesagt? Man sagt, er verkauft neue Haushaltswaren. Die alte Frau im zweiten Stockwerk zeigte mir die parfümierte Seife, die sie von ihm letzten Monat gekauft hat. Im Moment nicht, aber es gibt auch andere nützliche Sachen. Warum trägt er Händen hierher? Brauchst du die Seife? Wir haben eine ganze Kiste voller Teer, die ich mit unserem Rationskarten gekauft habe. Ja, Teer hat sehr viel damit zu tun. Karl, du bist unerträglich. Du hast ein Stück um den Hals verdient. Also ein Strick um den Hals, ja. Geh, lerne ihn kennen und kaufe Süßigkeiten für Martha. Die arme Kleine hat schon seit Monaten keinen Bonbon mehr gesehen. Bonbons sind keine große Sache. Ich besorge welche. Tief durchatmen. Okay. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Okay, so, du bist von da oben. Ich werde jetzt einfach nochmal antesten, ob der Typ hier nun wirklich zu Hause ist. Und dann mal sehen. Ja gut, also zumindest die Frau ist zu Hause, verdammt. Ja, nee, alles gut. Wohl, kann ich von dir irgendwas in Erfahrung bringen? Wer weiß. Hallo! Nö. Jetzt ist er auch wieder zu Hause, ne? Ach, verdammt. Wirklich schade, liebe Leute. Wirklich schade. Dann werde ich jetzt einfach meine Arbeit machen. Also zumindest deine Frau ist erstmal schon mal hier unten. Und ich warte immer noch, bis der Typ hier wieder am Haus steht. Was? Schreibtisch. Ach so. Ja, da ist ja auch nichts. Okay. So. Nee, stimmt. Sonst wird es ja abgebrochen. Wir gucken mal, was wir noch so in der Wohnung rumliegen haben. Bücher. Nee, ist ein Handtuch. Okay. Ein Buch. Alles Mögliche. Ach so, deswegen reparieren, okay. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott. Wir haben gar nicht so viel Zeit, scheiße. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, das ist fies, das ist richtig fies. Warum bekomme ich keine Schokolade? Komm. Rede mit ihr. Nein, sie hat auch keine Schokolade. Das ist echt blöd. Ist der Typ zu Hause?
Cool, ich kann sie beobachten. Ich kann sie beim Telefonieren beobachten. Das ist cool. Oh mein Gott, das kann ich hier auch machen. Wie geil ist das denn? Stimmt, ich brauche die Kameras erstmal gar nicht, ne? Ich kann sie beim Schlafen beobachten. Boom. Tja. Das mit der Schokolade ist auf jeden Fall jetzt echt schief gegangen, ne? Oh, gerade rechtzeitig noch weggegangen von der Tür. Hm. Nein, ich habe keine Schokolade. Schnief. Schnief, schnief, schnief. Vielleicht hast du ja welche. Aber er würde wahrscheinlich seiner Schwester geben. Hm. Schade. Ja, Vater. Hm. So, was hast du denn schon wieder? Was ist Karl? Erfahren, was passiert ist? Was ist passiert? Martha ist krank, Karl, und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig Schlange gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein, es ist nur Fieber. Mir gefällt aber nicht, wie sie sich fühlt. Meine arme Tochter. Meine arme Tochter, und ich habe 30 Stunden und ich weiß nicht, ob der Typ wieder erscheint. Verdammt, ich hätte vorher einfach alles kaufen sollen. Das ist blöd. Hm. Nun gut. Schade, schade. Oh Gott. Ja, aber liebe Leute, ich würde sagen, das war es erstmal so für meinen ersten Test für dieses Spiel. Ich denke, 3 Folgen reichen auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Ich muss sagen, ich finde dieses Spiel wirklich spannend und ich glaube, ich werde es irgendwann definitiv weiterspielen. Ob ich es aufnehme oder nur für mich spiele, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Wie gesagt, ich hoffe, Zero hat bald wieder Internet. Ich freue mich, dass ihr auch meine Videos guckt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!